Zäpfelkerns Abenteuer, 23. und 24. Kapitel. Zäpfelkern zappelt wieder einmal, aber diesmal zu seinem Glück. Doch wird er bald am Weiterzappeln gehindert. Nach genau 4 Monaten, auch um keinen Tag weniger, erhält Zäpfelkern einen Tritt auf den Teil des Körpers, den er jetzt am meisten benutzt hatte, und einen Ausweisbefehl aus dem Land Horasien. Darüber war er gar nicht böse, denn dieses Land war ihm doch ziemlich zuwider. Und mit einem wahren Vergnügen ließ er sich die Zollplombe von der Nase abnehmen. Wie immer, wenn er etwas Unangenehmes überstanden hatte, war er jetzt von guten Vorsätzen so angefüllt, dass es ihm ganz schwer davon im Magen war. Nichtsdestoweniger lief er schnell und munter des Wegs dahin, der ihn nach seiner Meinung zum Schloss der Fee führen musste. Da es offenbar monatelang geregnet hatte, war dieser Weg fußhoch mit Schlamm bedeckt. Aber was macht das einem Holzgasperle in Holzrindenschuhen? Spaß machte es ihm. Je mehr der Schlamm um ihn herum spritzte, desto tiefer patschte er hinein und sang dazu: Jetzt geht zu meinem Schwesterlein, hurra, nun will ich immer artig sein, hurra, und habe ich auch kein Geld im Sack, mein Herz geht dennoch dicke Tack, froh sein wird mein Papa, denn ich so lang nicht sah, hurra, hurra, hurra. Aber das letzte Hurra blieb ihm im Halse stecken, als er plötzlich dicht vor sich, mitten auf der Straße, eine ungeheure Schlange liegen sah, die durchaus nicht Miene machte, Platz zu machen. Mit einem seiner berühmten Kasperlesprünge machte er einen Satz von 3 Metern nach rückwärts. »So ein Biest«, murmelte er vor sich hin, »das ist gewiss der Wappendrache von Horasien, der sich hierher verirrt hat. Diese roten, glühenden Augen, pfui Teufel! Und ganz grün ist die, ekelhaft. Ich möchte nur wissen, wozu aus ihrem Schwanz raus Rauch kommt. Da stinkt ja richtig nach Schwefel.« Und er dachte an den Duft der Ananaskügelchen von Frau Cemma. Und seine Sehnsucht, zu seinem Schwesterchen zu kommen, wurde immer größer. Aber die Schlange rührte sich nicht vom Fleck. Da fasste sich Zäpfelkern ein Herz und flüsterte: »Sie, Frau Schlange, gehen Sie doch ein bisschen auf die Seite. Mein Papa wartet auf mich.« Die Schlange gähnte und hielt nicht einmal die Hand vor dem Mund, was ihr aber zu verzeihen war, da sie ja keine hatte. Eine Antwort würdigte sie aber den Kaspar auch nicht, und noch weniger ging sie auf die Seite. Und Zäpfel sprach: »Das ist doch kein Benehmen, so den Weg zu versperren. Ist doch anderswo Platz genug, und mein armer guter Papa muss deswegen vor Warten schon schwarz werden.« Die Schlange gähnte nochmals. Dann machte sie die Augen zu, ringelte sich noch enger zusammen, blies den Rauch an ihrem Schwanz aus und schien entweder zu sterben oder wenigstens schlafen zu wollen. Das schien Zäpfelkern das Gescheiteste, was sie tun konnte, und er beschloss, auf den Fußspitzen näher zu gehen und dann über den Knäuel wegzuspringen. Schlich also leise herbei und setzte zum Sprung an. Da riss die Schlange ihr Maul wie ein Scheunentor auf und machte Ram! Und Zäpfelkern schlug vor höchstem Entsetzen einen noch nie dagewesenen Purzelbaum, der zur Folge hatte, dass er mit dem Kopf in den Schlamm fuhr, während seine Beine rasend in der Luft herumzappelten. Dieser Anblick war selbst für eine schlecht gelaunte Riesenschlange zu viel. Statt das Kasperle zu verschlingen, brach sie in krampfhaftes Gelächter aus. Zäpfel hielt das für Wutgeheul und strampelte noch heftiger, und da konnten die Schlange, so unangenehm ihr das auch war, nicht anders. Sie musste sich totlachen. Selbst wie sie schon tot war, krümmte sich ihr Leib noch immer weiter. Zäpfelkern aber, wie es still geworden war, zog seinen Kopf, der jetzt nicht wie Mandelmilch aussah, aus dem Schlamm und rannte, was ihn seine Zappelbeine tragen konnten, davon. Als er endlich wagte, stillzustehen, hatte es schon zu dunkeln begonnen, aber seine Nase verriet ihm, dass er sich jetzt in einer angenehmeren Gegend befand. Er hob sein Näslein schnüffelnd hoch und machte
Täuscht mich meine Nase nicht, so sind hier Borsdorfer Äpfel in der Nähe. Und richtig, ein ganzer Baum hing voller Äpfel, nicht 2 Schritte weit von ihm. Das ist fein, sagte sich Zäpfel und machte sich kein Gewissen daraus, mit der festen Absicht, ein paar Äpfel zu mausen, auf den Baum zuzugehen. Da, oh, krack, fühlte er etwas an seinen Füßen zuschnappen. Er saß in einem Fußeisen fest, das ein Bauer für die Marder aufgestellt hatte, die allzu häufig seinen Hühnerstall mit ihrem Besuch beehrten. Das Kasperle schrie, brüllte, gröhlte, quietschte, heulte, bis es ganz heiser wurde, aber es schien, als wäre meilenweit keine menschliche Seele, ihn zu hören und zu befreien. Die Nacht kam heran, und sonst niemand. Aber die Nacht ist keine angenehme Gesellschafterin für einen, der in eine Marderfalle geraten ist. Und es war noch dazu eine stockfinstere Nacht, denn der Mond, der hinter einem kleinen Wald aufgegangen war und eigentlich die Pflicht hatte zu leuchten, war in einen großen schwarzen Wolkensack gekrochen, wo er zu schnarchen begann. Wenigstens hielt Zäpfel gern das Windgestöhne in den Apfelbäumen für das Schnarchen des Mondes. Und Zäpfelkern wimmerte vor sich hin. Wenn ich doch auch schlafen dürfte, diese gequetschte Stellung zwischen 2 Tellereisen ist furchtbar ermüdend. Und Hunger habe ich ja auch. Und zu den Äpfeln kann ich nicht. Ach, Schwesterchen, wenn du wüsstest, wie es deinem Brüderchen geht. Sie weiß es, erklang eine holde Stimme. Bist du da, Schwesterchen? Flüsterte Zäpfel entzückt und erschreckt. Mein Herz ist immer bei dir. Warum hilfst du mir denn dann nicht? Weil es gut für dich ist, etwas auszustehen. Oh, danke schön, das finde ich gar nicht. Und weil du mit Recht in das Eisen getreten bist. Ich bin nicht bloß mit dem rechten, sondern auch mit dem linken Fuß reingetreten. Tu nicht so, als verstündest du mich nicht. Du hast Äpfel stehlen wollen und dafür sitzt du jetzt in der Falle. Falsch, ich stehe da drin, sitzen wir viel bequemer. Ich höre mit Vergnügen, dass du noch bei guter Laune bist, mein witziges Kasperle. Hoffentlich verlierst du die nicht. Gute Nacht. Der Ananasgeruch, der während dieser Unterhaltung die Luft erfüllt hatte, verschwand, und Zäpfel hörte nichts weiter als das, was er fürs Schnarchen des Mondes hielt. Doch, nein. Kamen da nicht Schritte? Knackten nicht Zweige? Und Zäpfel rief, hierher, hierher, bitte etwas schneller. Na, na, ertönte eine Stimme, nur nicht so ungeduldig, Herr Mausehaken. Diesmal scheint's ein zweibeiniger Marder zu sein. Kein Marder, schrie Zäpfel, ein Kasperle. Da fiel das Licht einer Laterne auf ihn und eine derbe Faust packte ihn am Schlawittchen. Nicht so grob, schrie Zäpfelkern. Ja, denkst du, ich zieh mir Glacé-Handschuhe an, wenn ich einen Hühnerdieb packe? Sagt der Bauer. Hühnerdieb? Das müsste ich mir denn doch verbieten. Ich habe mir bloß ein paar Äpfel nehmen wollen. Ja, mit Äpfeln fängt man an. Und mit Hühnern hört das dann auf, wenn man nicht noch weitergeht im Stehlen, erklärt der Bauer. So mach doch endlich diese ekelhafte Falle auf, schrie Zäpfel, und lass meinen Hals los. Oben und unten in der Klemme zu sitzen, ist ein bisschen viel. Und du meinst vielleicht, du imponierst mir mit deiner Frechheit, sagt der Bauer, indem er die Falle öffnete. Aber da irrst du dich gewaltig. Redensarten mach ich nicht viel, aber Kirre krieg ich dich doch. Heute Nacht wirst du so freundlich sein und meinen Hühnerstall bewachen. Ich? Ja, du, wenn du nichts dagegen hast. Ich hab sehr viel dagegen. Na, das freut mich, denn je mehr du dich erzürnst, umso mehr macht's mir Spaß. Bei diesen Worten nahm der Bauer das Kasperle unter den Arm wie ein Stück Holz und trug es fort. An seinem Haus angekommen, legte er ihm ein Hundehalsband um den Hals, das entsetzlich eng anlag, schloss eine Kette daran, befestigte die Kette an einer Hundehütte und sagte, so, mein Herr Kasperle, und hiermit ernenne ich dich zum Nachfolger meines guten Phylax, der leider gestorben ist. Hoffentlich hast du mehr Glück als er in der Bewachung des Hühnerhauses.
Behalte mir das nur ja gut im Auge. Und wenn die Marder kommen, dann bell tüchtig. Kannst du bellen? Jawohl. Wuff, wuff. Ja, sehr gut. Ausgezeichnet. Wenn's regnet, darfst du übrigens in die Hundehütte aufs Stroh kriechen. Aber nicht einschlafen, sonst, und er machte eine unangenehme Handbewegung, deren Bedeutung dem Kasperle nicht fremd war. Dann ging der Bauer langsam in sein Haus und Zäpfelkern konnte durch die Fenster sehen, wie er sich recht gemütlich ins Bett legte. Und ich, sprach Zäpfelkern zu sich selber, und ich, der Sohn eines Künstlers, der Bruder einer Fee, ein Kasperle, über das ein Buch geschrieben werden soll. Ich hänge hier an einer Hundehütte. Tiefer kann ein Wesen von Intelligenz nicht sinken. Aber mir geschieht ja ganz recht. Nur meine dumme Unfolgsamkeit ist schuld daran, mein ewiges Weglaufen, meine Habgier, meine Trägheit. Und wieder einmal nahm er sich ernstlich vor, künftig hin gescheiter und brav zu sein. So brav. Oh.